Servus und hallo zu einer neuen Küchenschlachtwoche. Es wird spannend, es wird großartig und hier sind meine fabelhaften KandidatInnen. Ich heiße Leonie Lange, ich wohne in Potsdam und studiere dort Lehramt für Biologie und Französisch und ich bin 23 Jahre alt. Sie kocht vegetarisch, was sehr zeitgemäß ist und ich freue mich sehr, dass sie diese Woche am Start ist. Wenn das Kochen im Mikrowellenofen im Studentenwohnheim funktioniert, dann kann es ja hier nur besser werden. Ich bin Jan Kapfer, ich bin 29 Jahre alt, wohne in Bonn und studiere dort Geografie. Er sagt nicht klassisch Geografie à la Stadt, Land, Fluss. Ja, schwerpunktmäßig bin ich im Katastrophenschutz gelandet mit dem Schwerpunkt Wasser. Und ja, macht sehr viel Spaß. Ich sage immer, es ist der schönste Studiengang der Welt. Heute zeige ich den anderen, dass Studenten mehr in der Küche drauf haben, als Tiefkühlpizza in den Ofen und Bier aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ja, ich heiße Christiane Peters. Ich bin 57 Jahre alt, wohne in Hannover und bin Prophylaxe-Fachkraft beim Zahnarzt. Sie ist die Älteste in der Runde, aber ist sie nicht. Sie ist die Fitteste in der Runde. Ja, Krafttraining eben wirklich 2-3 Mal in der Woche. Alle Muskeln einmal durch. Ich finde, sie ist richtig cool drauf und wird spannend diese Woche. In meiner Küche bin ich super organisiert und ich hoffe, ich schaffe es auch hier bis auf Siegertreppchen. Ich bin Sebastian Freitag, ich komme aus Leipzig und ich bin 33 Jahre alt und ich bin von Beruf Chemielehrer. Ich glaube, er hat es ganz gern, vor der Kamera zu stehen. Er möchte ja auch vielleicht Schauspieler werden. Ich sage nur mehr, Vorhang auf für Sebastian. Mein großer Traum ist die große Bühne und heute bin ich bei der Küchenschlacht dabei und ich hoffe, das könnte der große Anfang sein. Ich bin Annalena May, bin 33 Jahre alt. Wohne in Hamburg und bin vom Beruf IT-Projektleiterin. Sie hat ja auch eine Bucketlist, die sie bis 34 abarbeiten möchte. Und darauf steht tatsächlich, dass sie bei einer Kochshow mitmachen möchte. Und welche Kochshow sollte das sein? Auf meiner Bucketlist steht, einmal an der Küchenschlacht teilnehmen. Daran kann ich einen Haken machen. Jetzt muss ich nur noch gewinnen. Bei mir stand das auch immer ganz oben auf meiner Agenda. Und jetzt bin ich hier. Ich bin der Stefan Rhein, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Koblenz und hauptberuflich bin ich als Polizist tätig. Was ich bei Stefan sehr spannend finde, ist ja, dass er nebenberuflich Ernährungsberater und Fitnesscoach ist. Ja, ich möchte mit meiner Art zu kochen, möchte ich die Juroren überzeugen, dass man mit einer einfachen, schnellen und gesunden Küche durchaus überzeugen kann, bei besonders gutem Geschmack. Versteht sich. Und jetzt nicht lang schnacken. Topf auf die Herzlich willkommen, 14:15 an einem Montag. Das heißt, es ist Zeit für die Küchenschlacht. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Machen Sie es sich gemütlich. Es dreht sich bei uns natürlich heute alles um die Leibgerichte meiner 6 Kandidaten und Kandidatinnen. Ich würde sagen, wir starten mal 35 Minuten an die Töpfe fertig. Los geht's. Ihnen verrate ich ein bisschen mehr zur heutigen Sendung. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, dreht sich alles um die Leibgerichte. Was ist ein Leibgericht? Das ist natürlich das Gericht, das man auch im Alltag zu Hause, wenn man auf Urlaub ist, wo auch immer, gerne und gut kocht. Was ist das Spezielle bei einem Leibgericht? Vielleicht, dass da wirklich Emotionen drin stecken. Oft ist es ja ein, ja, ich will nicht sagen, so ein Gericht, das man vererbt bekommt von der Mama, von der Oma, vom Papa, von wem auch immer. Und da stecken halt oft auch viele Emotionen und auch Geschichten drinnen. Die wollen wir uns natürlich heute von all meinen Kandidaten und Kandidatinnen abholen. Und zum Schluss wird natürlich dann jemand entscheiden, für wen es dann weitergeht. Diese Woche ist es ja tatsächlich so, es geht um den 5. Startplatz in der letzten Champions Week, in der 6. Champions Week in diesem Jahr, die auch wieder ich moderieren darf und da freue ich mich ganz besonders, einen dieser 6 hier wieder begrüßen zu dürfen. Wir fangen jetzt an, ich sage Ihnen zuerst noch, habe ich vergessen, unser Juro heute, er ist der Dirigent bei der Küchenschlacht, er philosophiert wie kein Zweiter, kocht 2 Michelin-Sterne, kommt hier aus Hamburg, es ist Thomas Martin. Thomas Martin, der Dirigent, wie wir alle mittlerweile wissen. Ein guter Analyst. Ja, also auch immer, wenn er dann das Essen vor sich sieht, dann riecht er auch immer erst mal dran und dann wird erst mal alles genau inspiziert. Und da bin ich mal gespannt, ob ich heute mit meinem Gericht punkten kann. So, meine erste Kandidatin ist eine junge Dame aus Potsdam, die für vieles steht, wie ich es finde. Und was auch sehr gut ist, ist eine sehr zeitgemäße Hobbyköchin, denn sie setzt sich auch dafür ein, dass man Lebensmittel unter keinen Umständen wegschmeißt. Dass man vegetarisch lecker kochen kann. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Leonie. Hallo. Leonie,
Ich habe schon gesagt, aus Potsdam, vielleicht stellst du dich noch mal selber kurz vor. Ja, ich bin Leonie, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere in Potsdam Lehramt. Fürs Gymnasium und zwar für Französisch und Biologie. Wird es bei dir heute Französisch? Es wird auf jeden Fall vegetarisch. Ja, es wird nicht was Französisch. Was gibt es bei dir? Es wird Italienisch. Es wird ein Rotweinrisotto geben, also ein Radicchio-Risotto, aber nicht klassisch wie mit Weißwein angesetzt, sondern eben mit Rotwein. Genau. Und dann soll es im besten Falle alles sehr rot werden oder so ein bisschen gräulich vielleicht auch, aber schön diese Bitterstoffe mit ein bisschen Orange und das ja, soll ein Umami-Gefühl geben durch den vielen Parmesan, der ja nicht fehlen darf. Jetzt schauen wir uns das Foto dazu an und das ist sehr bunt, es passt gut zu dir, finde ich, an der Stelle. Also es ist ein sehr, sehr farbenfroher Teller. Und jetzt abschließende Frage, dann lasse ich dich auch weiterarbeiten. Ja, warum nimmst du Rotwein und nicht Weißwein? Das Risotto stelle ich mir mit Weißwein vor, ja, also mit Weißwein abgelöscht und dann eben mit einem passenden Fond aufgefüllt. Klassischerweise mache ich es auch mit Weißwein, aber ich fand, heute hat das eigentlich ganz gut gepasst zu diesem bisschen dunkleren, herbstlicheren Gefühl mit dem Radicchio. Genau, deswegen. Sehr schön, super. Gut, dann geht's weiter in der Runde. Mein zweiter Kandidat ist ein absoluter Naturbursche. Er ist am Land aufgewachsen. Er sagt auch von sich selber, ich liebe es, über die Märkte zu gehen, die Sachen anzugreifen, weil erst dann spürt man auch wirklich, was man aus den Sachen kochen kann und wie man das am besten macht. Herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo, schön, dass danke. Du da bist. Jan, ich habe schon gesagt, du bist ein Naturbursche, du bist am Land aufgewachsen. Jetzt ist natürlich spannend, wie kam es bei dir so, dass du sagst, okay, ich komme zur Küchenschlacht, ich möchte kochen, die Liebe zum Kochen. Woher kommt die bei dir? Die Küchenschlacht an sich schaue ich schon sehr lange. In der Küche stand ich schon bei meiner Oma, bei meiner Mama. So das Kochen war schon immer irgendwie, oder auch das für mich jetzt nicht das Backen, aber beim Backen zuzuschauen, Teig probieren und so einfach in der Küche zu stehen, hat schon immer Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich angefangen, für meine Schwester und mich zu kochen. Und so entstand dann nach und nach die Liebe. Auch immer mal wieder den Gedanken gehabt, ob ich jetzt eine Kochlehre anfange oder nicht. Aber das habe ich dann immer verworfen. Jetzt bin ich Geografiestudent. Und Hobbykoch macht genauso viel Spaß. Und ja, ich liebe frische Produkte. Ich liebe es, wie du schon gesagt hast, über Märkte zu schlendern, sich anzugucken, was gibt es in der jeweiligen Region gerade frisch. Da einzukaufen und da schöne Sachen rauszuzaubern. Was gab es heute frisch am Markt? Was wird gekocht? Ich lag heute so lange wie es geht im Bett. Da weiß ich nicht genau, was alles auf dem Markt gab. Student. Heute gibt es Leber, Kalbsleber, badischer Art, nicht mit Weißwein, sondern mit Rotwein. Das ist eine Balsamico-Rotwein-Reduktion. Dazu gibt es einen Feldsalat und Rösti. Wir schauen uns das Foto dazu an. Jetzt musst du mir verraten, kennt ihr zwar euch schon? Oder habt ihr irgendwas gegen Weißwein prinzipiell? Nee, ich muss gerade schmunzeln, als dass du das erwähnt hast, warum Rotwein und nicht Weißwein. Ich finde, es gibt eine schönere Farbe. Sieht sehr aufgeräumt aus, vielleicht für die Zuschauer, die jetzt nicht so oft jetzt mit Leber zusammenarbeiten und sagen, okay, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber es ist mir irgendwie eine zu große Herausforderung. Was ist wichtig bei deinem Gericht? Was ist wichtig beim Garpunkt der Leber? Diese schöne Kalbsleber ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was geschmacklich zwischen so ein bisschen an Wild erinnert und sehr aromatisch ist. Darf nicht zu blö sein, darf auch nicht zu durch sein, so genau in der Mitte und dann von der Garstufe her und dann ist das wunderbar zart. Also ist die Fallhöhe meines Gerichts schon die Leber. Entweder ist sie oder kann sie zu trocken werden, das macht gar keinen Spaß. Oder zu roh sollte sie auch nicht sein. Also der Garpunkt der Leber ist schon wichtig. Aber wenn der getroffen ist, macht das echt Spaß, kann jeder mal ausprobieren, auch wenn man sich noch nie dran getraut hat. From nose to tail, sage ich gerne. Warum immer nur das Filet essen, wenn man auch die Leber essen? Ja, ich glaube, an der Stelle kann man auch wirklich sagen, meine Damen und Herren, die Woche wird so ein bisschen die Nachhaltigkeitswoche. Die Sechs haben wirklich alles so ein bisschen was weiterzugeben. Wie du gerade sagst, von nose to tail bei Leonie war es das vegetarische Thema. Das ist schon alles sehr zeitgemäß und so eine Leber kann was Hervorragendes sein. Und wir schauen jetzt zur nächsten Kandidatin, die wirklich fit wie ein Turnschuh ist. Sie und Ihre Familie sind tatsächlich Bodybuilder, kann man das so sagen? Ja, kann man schon so sagen. Sind Bodybuilder? Ja. Also ich habe vorher schon leichte so Komplexe bekommen, weil du bist wirklich, wirklich fit wie ein Turnschuh. Freut mich sehr, dass du da bist, liebe Christiane. Dankeschön. Wie ist es jetzt hier? Du bist großer Küchenschlacht-Fan. Wie ist es jetzt hier zu stehen für dich? Bist du nervös? Genau, ich bin sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe mir das immer gewünscht, hier zu sein. Und jetzt bin ich mega aufgeregt. Und ja, aber
ich finde es ganz toll. Super. Du brauchst aber gar nicht aufgeregt sein. Ich sag dir das. Du musst das einfach genießen hier. Ja, wir haben mache ich auch. Viele nette Kollegen, wir haben super Zuschauer. Also da kann gar nichts schief gehen. Und du schneidest hier schon Kräuter. Genau. Da sehe ich Weißbrot in Milch eingeweicht. Genau, genau. Das hört sich schon, das schaut schon sehr, sehr ja, authentisch aus alles. Was gibt's denn bei dir? Ja, bei mir gibt es Königsberger Klopse mit Kartoffelstampf und ja, ein bisschen was Gesundes, ein Rote-Bitte-Salat noch mit dazu. Diese Gerichte, die jeder kennt, die jeder liebt und wo jeder sein bestes Rezept im Kopf hat, genau. Das ist ja oft viel schwieriger, die zu kochen, weil man hat so viele Vergleichsmöglichkeiten. Ganz was genau. Macht deine Königsberger Klopse so besonders? Ja, das heißt also, die Klopse, die müssen natürlich schön locker sein, ne? Also dürfen nicht fest sein, sondern eben schön locker. Deswegen lege ich sie im Brot ein und na, Kräuter noch mit dabei. Ich mache sie mit Petersilie und nicht mit Kapern. Die Kapern kommen bei mir nur in die Soße. Und ja, und wie gesagt, bei mir macht das auch der Kartoffelstampf so ein kleines bisschen. Für die Zuschauer, wir schauen uns das Foto dazu an. Genau. Sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. großes Thema bei den Klopsen ist ja die Soße. Die Stärke dieses Gerichtes ist, dass man halt eben eine Hackmasse abdreht, die in einem würzigen Sud kocht und aus diesem Sud auch eine tolle Soße macht, mit einer Mehlschwitze nach wie vor. Wenn man sonst oder auch ich ganz selten eine Mehlschwitze mache, da muss man eine Mehlschwitze machen. Wie bindest du die Soße ab? Mit Mehl, ganz klassisch. Okay. Butter, Butter schmelzen, Mehl und ja, und dann Sahne einrühren und Kartoffelform ein bisschen mit dazu und ein bisschen Kalbsform natürlich. Wie oft wurde dieses Gericht in deiner Küche schon probiert? Ich kann es gar nicht zählen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es bei uns ziemlich oft. Also im Winter öfter als im Sommer natürlich, weil im Sommer gibt es natürlich auch ein bisschen mehr frischere Sachen. Das ist ja auch so ein bisschen Wintergericht, ne? Mit dem Kartoffelstampf und so. Aber jetzt fühlst du dich schon ein bisschen wohler. Ja. Toi, toi, toi. Danke. Viel Spaß. Vielen Dank. Gut. Und wir machen weiter bei unserem Chemiker in der Runde. Er ist nicht nur Chemiker, sondern auch Lehrer. Also etwas, was ich wirklich sehr bewundere. Aber er sagt auch, bei der Küchenschlacht bewerbe ich mich jetzt, weil ich finde das mit den Kameras irgendwie ganz geil. Er verrät uns gleich selber, warum. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian. Und ja, ich komme aus dem wunderschönen Leipzig. Ja, da ist die Kamera, man muss immer ein bisschen gucken, ne, wo man hinschauen muss. Und ja, ich bin 33 Jahre alt und ja, ich habe Chemie studiert und ich finde, Chemie hat irgendwie auch was von Kochen. Super. Ja. Und jetzt stehst du hier bei der Küchenschlacht, hast dich selber beworben. Richtig. Das finde ich ja schon mutig. Wie gesagt, alles richtig gemacht, auch Sie zu Hause nicht überlegen, einfach bewerben. Das werde ich Ihnen diese Woche übrigens noch öfter sagen. Wir brauchen Sie. Es macht unheimlich viel Spaß, hier mit tollen Kandidaten und Kandidatinnen zu stehen und zusammen die Geschichten auszutauschen. Und jetzt vor allem von dir zu erfahren, was es denn bei dir Leckeres gibt heute. Ja, bei mir gibt es ein Thai-Curry und zwar etwas eine moderate Variante. Ich esse ja gerne scharf. Also normalerweise ist das alles ein bisschen schärfer, was ich dann mache. Aber jetzt habe ich mich für die etwas mildere Variante entschieden. Das heißt, der Anteil von gelbem Curry ist etwas größer, weil das rote Curry ist ja dann doch etwas schärfer. Also Thai Curry, ja, ich stelle mir ein Curry vor, was sehr, sehr scharf ist beim Thai Curry. Farbe ins gelblich gehende, kann auch ins rötlich gehende, aber ich denke es eher ins gelbliche. Und mit Kokosmilch auch dabei. Aber es hat eine schöne Schärfe. So soll es am Schluss aussehen. Der Reis ganz naturbelassen, da ist auch nichts mehr dran. Ja, genau. Kann was schief gehen bei dem Gericht? Ja, der Reis könnte irgendwie wahrscheinlich nicht optimal weich genug sein. Jetzt haben wir gerade gesagt, das wird ein thailändisches Curry. Jetzt sehe ich hier, habe ich noch zwei Fragezeichen. Zum einen, du hast hier Cashew-Nüsse. Ja. Die röstest du nicht. Die werden jetzt auch gleich. Okay, weil da schon sie ungeröstet aus. Ja, da habe ich sie nicht gemacht. Ja, genau. Und das Zweite ist, für mich ist das eher Richtung Koriander. Du hast hier raus Petersilie. Richtig, ich habe da keinen Koriander gerade gehabt und da habe ich Petersilie genommen, damit es ein bisschen grüner aussieht. Vielleicht liegt das in der Stadt, in der du lebst. Dass es da kein Koriander gibt, meinst du? Nein, es gibt schon. Ja, doch. Ich muss jetzt wirklich weitermachen beim Vorstellen, weil meine nächste Kandidatin hat auch viel Zeit verdient. Sie ist ein absoluter Sonnenschein, kommt ihr aus Hamburg. Die liebe Annalena, herzlich willkommen. Dankeschön. Annalena, dein Lächeln, das verzaubert dir alle im ersten Moment. du stehst jetzt hier.
Leibgericht, was ist für dich ein Leibgericht? Was sagt das aus? Ein Leibgericht muss so das Herz erwärmen. Ne? Ja, also, und so ein Lachen erzeugen. Ja, genau. Also nee, ich finde, es muss einfach sowas zum Glücklichmachen sein. Da muss man nicht auf Kalorien achten, da muss einfach schmecken und gut tun. Was ist das heute bei dir? Genau, man sieht es jetzt leider nicht, weil es schon im Ofen ist. Aber man riecht schon. Ja, man riecht ein bisschen was. Bei mir gibt es Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und einer Vanillesahne. Und der Kaiserschmarrn ist schon im Ofen. Liebe Regie, ganz kurze Frage von mir. Ich wäre heute doch gerne lieber Juror. Na, ich finde Kaiserschmarrn natürlich großartig. Wir schauen da auch ganz kurz mal rein, weil es ist ja schon so die Champions League unter den Desserts. Also es ist einfach zu machen, aber dann doch irgendwie schwer, weil der muss soufflieren. Der ist jetzt hier drinnen. Du karamellisierst den wahrscheinlich nachher. Hinterher noch, genau. Ich habe ihn jetzt auf einer Seite angebraten, dass er leicht Farbe nimmt. Und ich habe ihn nicht gewendet, sondern ich lasse ihn jetzt erstmal bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 10 Minuten da drin. Und dann karamellisiere ich ihn fertig, da kriegt er dann seine Farbe. Und weißt du, was du super gemacht hast? Was? Es sind Rosinen drin. Ja, muss, oder? Absolut. Sehr schön, dass du da bist. Und dann komme ich zu meinem letzten Kandidaten, einer absoluten Sportskanone. Und er ist auch noch für die Sicherheit zuständig, der NS-Polizist. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, schönen Dank. Stefan, du bist Polizist und Ernährungsberater. Ja, richtig. Wie kommt diese Kombination zustande? Ja, die Kombination kommt eigentlich rührt aus meiner Kindheit. Mal übergewichtig stark gewesen, dann auch mal untergewichtig. Und irgendwann habe ich gedacht, müsste der daran mal irgendwie was ändern, dass du mal auf den richtigen Weg kommst. Und dann habe ich mich halt mit Ernährung und mit Sport sehr viel beschäftigt, mittlerweile seit 35 Jahren. Und ja, so ist dann die Liebe zur Ernährung gekommen. Und so sind auch letztendlich ein paar Bücher entstanden, die ich mittlerweile geschrieben habe. Und also machst du das wirklich professionell? Und ich meine, ich versuche es zumindest. Man sieht es ja auch an deinen Oberarmen, von nichts kommt nichts. Also man kann dir das durchaus abnehmen. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, ich möchte heute zeigen, dass gesund auch lecker sein kann. Welches Gericht gibt es bei dir und warum? Ja, ich mache heute Wraps. Ja, um dem Gesundheitstouch da mal ein bisschen Schub zu geben, verwende ich anderes Mehl. 1050er Mehl nennt sich das. Das ist so eine Zwischenstufe aus normalem weißen Mehl und Vollkornmehl. Wir schauen uns das Foto mal an von deinen Wraps. So sollen die am Schluss aussehen. Bist du jemand, der so auf Proteinzufuhr und so schon Acht gibt mit dieser Muskulatur? Ja, durchaus. Also ich sag mal, Proteine halte ich grundsätzlich für wichtig. Aber ich bin niemand, jetzt, ja. Der jetzt wie ein Bodybuilder da Unmengen an Protein dann zu sich nimmt. Gewisse Menge sollte man schon machen, gerade wenn man im Kraftsportbereich unterwegs ist. Aber das ist jetzt nicht extrem. Und weitestgehend, insbesondere in der letzten Zeit, achte ich darauf, dass es halt, dass ich wenig Fleisch konsumiere, ja. Dass eher aus pflanzlichen Nahrungsquellen die Proteinzufuhr kommt. Da schlage ich gleich hier rüber zur lieben Christiane. Christiane, wie sieht es bei dir aus? Bodybuilder, ganze Bodybuilder-Familie, Proteine, ja. Ein großes Thema. Ja, wie viel Gramm Thema. Pro Kilo Körpergewicht bei dir? Oh, also bei mir ist es ein bisschen weniger, mhm. Weil ich muss da tatsächlich ein bisschen drauf achten, weil es geht auch immer ein bisschen sehr auf die Nieren, wenn ja. Man zu viel Protein zuführt. Also das habe ich jetzt festgestellt. Also kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also ich ernähre mich tatsächlich aus der normalen Ernährung mit dem Protein. Und das drinnen ist. Ja. Sie sehen, meine Damen und Herren, das sind so spannende Kandidaten. Ich könnte ewig weiterreden. Leider haben wir nur die 35 Minuten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal in die Töpfe der Kandidaten und Kandidatinnen und schauen, was in der Zwischenzeit, wo der Kumpner so viel gelabert hat, da überall passiert ist, damit Sie sich vorstellen können, wo geht die Reise hin, könnte es eng werden, wird das gut. Leonie, fang du vielleicht mal an. Mein Crunch muss noch braun werden. Ich muss meine Teller in den Ofen tun zum Vorwärmen. Ansonsten sollte es passen. Also die große Schwierigkeit ist wirklich, die Konsistenz hier zu treffen. So wie Thomas da will ich jetzt einhaken. Wie soll die Konsistenz vom Risotto für dich aussehen? Das ist ja Geschmacksfrage. Ich mag es ehrlich gesagt gerne ein bisschen fester. Es wird ja automatisch relativ fest, wenn der Parmesan und die Butter am Ende kommen. Aber tatsächlich glaube ich, ich muss es ein bisschen flüssiger machen, als ich es privat machen würde, aber vielleicht gelingt es mir vielleicht nicht. Also das ist halt echt Geschmacksfrage. Da gibt es ja. Halt nicht richtig und falsch. Ich habe es gern schlotzig. Ich, ja. Thomas Martin, kann ich dir gar nicht sagen, wie der es lieber mag. Du solltest es wirklich so machen, wie du es gerne isst und wo du sagst, das ist für mich lecker. Ich bin nervös und ich schau mal.
Du brauchst nicht nervös sein, das schaut alles sehr gut aus. Jan, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Leber. Ich habe die zwei verschiedenen Arten gemacht. Ich habe sie einmal zuerst geschnetzelt und die sind mir ein bisschen trocken geraten. Die große schneide ich gleich erstmal an und gucke, wie die geworden ist. Die große ist, glaube ich, wäre dann in der Mitte noch sehr rare. Aber du kannst es in der Sauce aufstoßen. Ja. Und dann, wie bindest du das Ganze noch? Ja, das bindet schon ab, dass das Mehl, was vorher an der Leber war. Von der Leber war. Und danach kommt noch ein bisschen Butter rein. Genau. Das ist nicht kalt, aber... Du kannst mit, aber Butter hast du im Kühlschrank? Haben wir kalte Butter? Ja, kannst du auch kalt im Kühlschrank montieren. Bleib jetzt so, auf das kriegst du alles noch hin. Ja. Christiane, so. Ich sehe hier genau. Die Klöpse. Die Klöpse. Genau. Die Sauce, würdest du sagen, dass die zu dick ist? Nö, ist gut für dich. Sieht eigentlich gut die müssen aus. Halt auch durch werden. Genau. Die müssen jetzt noch ein bisschen ziehen, auf jeden Fall. Gut, das aber ansonsten, das ist Sahne. Ja. Die kommt jetzt da dazu? Die kommt jetzt dazu. Den Salat muss ich noch machen. Da haben wir hier schon so ein bisschen... Der läuft doch. Ja. Na, da grinst die gleich. Gut. Sebastian, ich rieche Fischsoße. Kann das sein? Das stimmt, ja. Da ist ein bisschen was dran von Fischsoße. Ich bin jetzt auch relativ gut vorangekommen, muss ich sagen. Vielleicht möchtest du mal probieren? Ich probiere das sehr, sehr gerne. Und... Ja. Ja, also ist auf jeden Fall intensiv. Hm. Zu intensiv. Ja, ist, nein, also ich, du kannst natürlich noch mit Kokosmilch arbeiten, aber was würdest du sagen? Ja, mir schmeckt das. Ja, dann ist es richtig. Aber es, schmeckt ein bisschen, es könnte ein bisschen, es ist sehr intensiv, das stimmt schon. Also da hast du einfach viel Paste drin, aber bitte gib nichts dazu, nur weil ich dir das jetzt sage. Ja, ich würde auch nicht zu viel dazugeben. So, oh, ich sehe Kaiserschmarrn. Annalena. Alex, ich warte mal noch auf die Vanilleschote. Ich musste leider noch mal die Vanillesahne neu machen, weil es hier einfach noch ein bisschen warm ist. Überhaupt kein Problem. Wir bräuchten bitte eine Vanilleschote, wenn das geht, bitte. Also die Sahne, die macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ich habe sie jetzt mal in den Kühlschrank gestellt. Ja. Steht das auf deiner Karte drauf? Okay, das kriegen wir aber auch noch hin. Wir noch hin. Karamellisier genau. Jetzt deinen Schmarrn. Genau, den habe ich jetzt schon mal zerrupft. Jetzt habe ich noch mal Puderzucker karamellisiert. Der kommt jetzt noch mal rein. Pass auf, das verbrennt er gleich. Ja, ja, ich nehme es rüber. Karamellisier dir ein paar Stücke. Du brauchst dir nur eine Portion. Ja. Das geht sich aus. Ist das schon zu dunkel? Probier es mal. Gib's dazu. Ja. Das sieht man so schwer in der dunklen Pfanne. Das schaut gut aus. Gib dazu. Sonst geht sich's eh nicht mehr aus. Ja. Schlag deine Sahne noch auf. Wende das einmal. Du kriegst das hin. So, jetzt starten die berühmten letzten zwei Minuten, wo wir den Satelliten drüber fliegen lassen. Und bei Stefan wird schon angerichtet, zwei Stück, da wird vollendet. Bei Annalena hat es mit der Sahne jetzt geklappt. Ja, als mir es lieb ist, aber lieber zu aber flüssig. Es sieht gut aus, karamellisiert wird auch schon. Sebastian richtet an, der Löffel im Ring, das Curry rundherum. Christiane hat ihren Stampf fertig bekommen. Die Köpse sind da. Wunderschöne Rösti bei Jan. Bin gespannt, wie die Leber schmecken wird. Und bei Leonie wird noch einmal aufgegossen. Das Risotto auf Konsistenz gebracht. Parmesan und Butter schon drin? Super. Gut. Letzte Minute läuft, liebe Kandidaten. Innen. Alles abschmecken nochmal, bitte. Nicht ohne Kosten auf den Teller geben. Sebastian, schaut wirklich, dass ihr den Tellerrand abwischt. Thomas Martin hat zwei Sterne. Da spielt das, da ist das Auge mit, bitte. Jan, Rösti fertig machen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus! Mein Favorit wären die Königsberger Klopse. Die funktionieren meistens in der Küchenschlacht, immer wieder mal gegessen, werden meistens gut gemacht. Schwierig haben könnte es der Wrap.
könnte etwas zu einfach sein. Alle sechs Leibgerichte haben ihren Weg nach vorne geschafft. Gott sei Dank, das Ganze in 35 Minuten. Stefan, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung bzw. mit deinen Wraps heute? Also grundsätzlich sind es mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Von der Optik, ja, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber ich denke, dass sie mir recht gut gelungen sind. Und ich hoffe, den Thomas davon überzeugen zu können, dass halt eine gesunde Küche auch gut schmecken kann. Annalena, du bist riesen Österreich-Fan und wolltest das heute auf den Teller zaubern. Wie zufrieden bist du mit deinem Kaiserschmarrn? Es geht. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin ein bisschen in Stress gekommen, weil die Sahne beim ersten Mal einfach zu warm war und nicht steif geworden ist. Da musste ich halt zweimal ran. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Ansonsten, ja, der Kaiserschmarrn ist schön souffliert. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass es auch unserem Juroren heute schmeckt. Sebastian, du isst gerne scharf. Wie heiß ist dein Curry heute gekocht? Ja, also ich bin nicht wirklich zufrieden. Um erstmal das Positive zu nennen, es sieht nicht schlecht aus. Aber ich habe, glaube ich, den Reis etwas zu versalzen. Das Curry ist, mir schmeckt das so, wie das Curry ist, aber ich glaube, das ist alles viel zu intensiv. Wird schwierig. Christiane, ein Gericht, das du schon so oft gekocht hast, wie würdest du es jetzt ins Ranking setzen? Gehört es zu den besten Malen? Genau, also ich bin eigentlich zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Salat ist sehr übersichtlich. Meine Klopse sind gut geworden, haben eine gute Form gekriegt. Und ja, ich hoffe, es schmeckt. Jan, du hast ganz in Ruhe gestartet. Zum Schluss wurde es dann doch knackig. Wie zufrieden bist du mit deinem Gericht bzw. mit den Röstis und der Leber? Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Anrichte ist ausbaufähig. Ich hätte auch irgendwie früher anrichten können. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Zeit verdödelt mit nichts tun. Das ist gefährlich hier. Ich hoffe, es schmeckt. Vielleicht ist ein bisschen wenig Dressing am Feldsalat. Ja, die Leber hatte eigentlich eine gute Konsistenz. Die Rösti war schön knusprig. Die Soße war, wie ich finde, sehr lecker. Schauen wir mal. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden? 11. Nein, die Anrichte ziehen wir ab. Den Salat sehen wir bei einer 7 vielleicht. 7 von 10. Alles klar. Meine liebe Leonie, du und das Risotto, das rote Risotto. Wie gut ist es dir heute gelungen? Wie zufrieden bist du mit deinem Produkt? Also ich würde sagen, mir schmeckt's, aber ich liebe einfach Risotto. Ich glaube fast, es ist ein bisschen zu durch, wenn es jetzt noch so steht. Und ich hoffe, Thomas Martin verzeiht mir das, weil es halt noch steht. Ansonsten hoffe ich, dass er auf die Bitterstoffe vom Radicchio steht. 35 Minuten sind vorbei, das heißt, es wird Zeit für unseren Juror. Herzlich willkommen hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, Thomas Martin. Hallo. Kandidaten. Schön, dass du da bist. Alexander. Boah, Leibgerichte, ich weiß, gibt's immer ordentliche Portionen. Was ist dein Leibgericht? Mein Leibgericht, oder? Ja. Mein Leibgericht ist Zum Beispiel hier Königsberger Klopse. Eine gut gemachte Frikadelle, so, das mag ich schon gerne. Ja. Wiener Schnitzel. Gegrillter Fisch. Ja. Ich fange mal hier an mit der Leber, badischer Art. Ich komme ja aus Mannheim, also Kurpfalz, badischer Art. Also ich kenne Berliner Art, aber badischer Art ist vielleicht so, ich kenne saure Nieren, saure Leber, bei uns gibt es das. Vielleicht ist das auch so eine Art geschnetzelt. Ist es schon mal, also klein geschnitten. Ich leg mal los. Dazu haben wir das Rösti, genau, und der Feldsalat. Mit bisschen gehacktem Ei, sehe ich da so, grob, und Speck, okay. Dann fange ich mal mit der Leber direkt an. Ja, ist auch so leicht säuerlich. Gut gemacht. Weinsäure schmecke ich so ein bisschen. Mit der Creme Fraiche. Dann haben wir hier das Rösti. Schauen wir mal. Knusprig. Schöner Kartoffel. Schön sauber vom Geschmack her. Und vor allen Dingen eben auch knusprig. Dann haben wir noch den Feldsalat. Rieche auch gerne dran, wie der Dressing ist. Sehr schöner Dressing. Mhm.
alle Komponenten. Feldsalat, Fleisch, Soße, Rösti. Da ist jemand geschmackssicher. Das gefällt mir sehr gut. Besten Dank. Radicchio-Risotto mit Crunch. Crunch sehe ich hier so ein bisschen Nüsse, bisschen Brot obendrauf, so auf den ersten Blick. Radicchio drüber in Streifen, aber auch im Risotto drin. Es hat eine rötliche Farbe, ist irgendwie Radicchio mit eingearbeitet, vermute ich mal. Mal gucken. Portionierung ist für ein Hauptgericht gut so. Schön. Man mag ja nicht so gerne bitter, aber es ist unterschätzt. Bitter hat auch einen ganz tollen Effekt im Mund. Der sorgt dafür, dass man auch Lust bekommt auf so mehr Komplexität. Und ich finde, dieses Bittere vom Radicchio, das kommt wirklich gut, beim Risotto besonders. Mhm. Auch hier mit den Nüssen, Brot drüber. Das ist sehr, sehr gut gelungen auch hier. Vom Fond her, von der Körnigkeit, von der Konsistenz her, ist auch dieser Teller, geht für mich auch als Leibgerichtteller ganz gut durch. Mozzarella. Mozzarella Wrap mit Trauben-Zwiebel-Chutney. Okay, dann ist also Mozzarella und Trauben-Zwiebel-Chutney ist im Wrap drin. Mhm. Sieht man hier auch ganz gut, ist hübsch eingerollt. Zwiebel, Traubenchutney und der Mozzarella. Ich mache das jetzt mal so. Der Wrap fühlt sich auch gut an hier. Der Wrap ist schön weich, der ist selbst gemacht. Das ist nicht irgendwie sowas, was man selbst gemacht? Ja, alles selbst gemacht. Ist gut geworden. Mir gefällt die Leichtigkeit von dem Teig, ähnelt eher einem Crepe als einem Wrap, aber kommt trotzdem richtig gut in Verbindung mit den anderen Komponenten. Gefällt mir auch das sehr gut. Das hier machen wir gleich. Machen wir mal die Königsberger Klopse. Bei den Königsberger Klopsen ist mir jetzt wichtig, dass so ein Klops nicht zu weich ist, nicht zu fluffig. Er darf schon ein bisschen Konsistenz haben. Bei der Soße ist mir wichtig, dass sie nicht zu dünn ist, dass sie schon eine gewisse Kompaktheit hat. Das ist eine der wenigen Soßen, die man mit Mehl auch, mit Mehlschwitze auch zubereitet. Macht man ja kaum noch. Aber bei Königsberger Klopsen oder bei so einer Kapernsoße, da macht es schon Sinn, eine kleine Mehlschwitze zu machen, um dann nachher mit dem Kochfond aufzufüllen. Gut, ich fange mit den Klopsen an. Konsistenz wirkt gut. Lass ich mal. Mhm. Riecht gut. Mhm. Das ist das, was ich meine. Also die könnten sogar von der Konsistenz her ein Tick fester sein, aber sie sind trotzdem sehr gut geworden. Die Klopse an sich schmecken sehr gut, ja. Geschmacklich auch rund ausgewogen. Die Soße auch. Nicht zu viele Kapern. Stampfkartoffel dazu. Fehlt ein bisschen Geschmack noch. So ein bisschen Salz, Muskat. Haben wir die Beete dazu. Das gefällt mir gut mit der Petersilie. Hier wird mal, auch schön, hier wird mal krause Petersilie genommen. Wo gibt es denn noch mal krause Petersilie? Ne? Wir Köche nehmen immer nur glatte, aber ich finde, krause Petersilie ist auch ganz spannend mal zu verwenden. Das freut mich. So für die Struktur vielleicht bei sowas. Bitte? Struktureller ist es halt. Ja. Mhm. Die rote Beete gefällt mir sehr gut. Hübsch abgeschmeckt. Neutralisiert auch. Gibt auch dem Püree so ein bisschen mehr Geschmack. Mhm. Kloß gut, Soße gut, rote Beete gut. Püree fehlt ein bisschen Geschmack, ansonsten auch ein schönes Leibgericht. Läuft. Thai Curry mit Basmati, mariniertem Hähnchen ist dabei und Gemüse. Ich
fange mit der Soße an. Cashewnüsse oder Nüsse. Schön spicy. So soll ja ein Thai Curry sein. Schön scharf, ausgewogen, hübsch angerichtet, in dieser Schale auch sehr passend. Der Reis hat eine schöne Konsistenz. Ich gehe nochmal zum Hühnchen. Sehr appetitlich angerichtet, tolle Farbe, schöne Strukturen durch die Gemüse, tolle Schale ausgewählt. Der Reis ist super. Das hier ist richtig gut gelungen. Richtig gut. Super. Kaiserschmarrn. Pflaumenröster und Vanillesahne. Dann fange ich mal mit dem Schmarrn an. In der Pfanne gemacht und dann eben auseinandergezupft. Beim Schmarrn erwarte ich so beim Kaiserschmarrn, dass er nur ein bisschen Fluffigkeit hat. Muss nicht zu viel sein, aber ein bisschen darf er haben. Außen darf er ein bisschen trockener sein, sogar angebraten sich anfühlen. Man könnte sogar so ein bisschen Zucker karamellisieren. Ich frage mal den Österreicher. Aber absolut richtig. Ja, darf so ein bisschen leicht karamellisiert sein. Außen kann man machen. Man kann aber auch nur so auseinandergezupft und dann Puderzucker drüber machen. Aber so ein bisschen Fluffigkeit darf sein. Aber zu viel fluffig muss auch nicht sein. So mittendrin. Also was jetzt? Ja, so dazwischen. Die Zwetschgen hier gefallen mir sehr gut. Wie ist jetzt die Fluffigkeit? Bitte? Fluffigkeit? Er könnte etwas fluffiger sein, aber diese nicht zu fluffig. Nicht zu fluffig. Aber wenn der zu fluffig wäre, könnte ich ihn ja nicht so in diese Zwetschgen reindippen. Ich finde, du hast eine gute Gruppe. Habt ihr alle gut gemacht. Es ist immer schön für mich, wenn ich hier stehe und es dir so schwer fällt, dich zu entscheiden. Das ist immer ein gutes Gefühl. Sie liegen auch alle eigentlich recht gut gleich auf. Es ist ein Niveau, was ich sehr, sehr gut finde. Und da gibt es auch keiner, der jetzt irgendwie total daneben ist oder total sich hervorhebt. Die sind alle irgendwie so, machen alles recht gut. Am besten an diesem Tisch gefällt mir, weil ausgewogen, tolle Farbe, da ist kein Fehler drin, das kannst du auch so direkt irgendwo auf den Tisch stellen, da wird es nämlich aufgegessen, das Thai Curry ist das Beste am Tisch. Super! Nicht nur, weil ich selbst Kurpfälzer bin und Baden nicht so weit weg ist, aber das ist richtig toll abgeschmeckt und da ist auch kein Fehler drin. Diese saure Leber finde ich toll. Jawohl, Jan! Danke. Der Wrap, da beiße ich jetzt noch mal rein. Da war der Teig, war selbst gemacht, ja, das hat mich gefreut, er war aber auch sehr weich. Aber innen drin auch gut gemacht. Boah. Auch gut. Als nächstes weiter ist, weil der Pflaumenröster in Verbindung mit dem nicht ganz fluffigen Kaiserschmarrn richtig rund ist. Kaiserschmarrn weiter. Annalena, super. Boah, das ist richtig. Also das ist zwar erst der erste Tag der Woche, aber es fühlt sich schon an wie Finale. Jetzt haben wir noch zwei Sachen offen. Einmal Wrap und einmal die Königsberger. Risotto hast du auch noch. Ah ja, Risotto habe ich noch. Entschuldigung, ja, das Risotto habe ich noch. Und es ist auch richtig, dieses Risotto
ist rund. Radicchio mit dem Knusper obendrauf. Das Risotto ist tatsächlich auch weiter. Ist so. Nicht. Und so ist es auch. Diese beiden Teller habe ich noch hier. Einmal die Wraps und einmal die Klopse. Bei den Wraps freut es mich, dass der Wrap-Type selbst gemacht ist, aber ist dick zu weich. Weil ich möchte schon bei den Wraps, die schon greifen können und auch reinbeißen, würde ich auch schon gerne, ohne dass es Probleme gibt. Und das war hier so ein bisschen tricky, aber es war auch schön abgeschmeckt. Also geschmackssicher war es schon. Beim Königsberger, tick zu weich, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ich fand ihn trotzdem gut gemacht. Die Soße hat mir ganz gut gefallen. Fehlt so ein bisschen Wumms. Auch bei dem Püree fehlt so ein bisschen, oder bei dem Stamm fehlt ein bisschen Wumms. Und die rote Beete hat mir aber sehr gut gefallen. So, ja, ich kann nur sagen, was würde ich von den beiden jetzt eher als Leibgericht, würde ich die Klopse bezeichnen. Und was würde ich jetzt eher als nächstes weiter essen? Weil das ist jetzt so diese Entscheidung. Als nächstes weiter essen, obwohl sie beide irgendwo gleich auf sind. Aber weiter aufessen würde ich tatsächlich die Wraps. Ich würde die Wraps weiter aufessen. Weiter. Christiane, nicht enttäuscht sein. Du warst großartig. Ich bin mir sicher, dass die Klopse auch richtig gut schmecken. Meine Damen und Herren, morgen geht es weiter um 14.15 Uhr mit den Vorspeisen in alter Manier. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie sich einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.